Willkommen zurück in meinem Leben. Wunderschön euch zu sehen. Das ganze Seminar gedöns, ganze Stimmung mit ist abgeklungen. Ist auch gut so, weil dieses Wochenende steht ja schon wieder so ein ähnliches Seminar an. Ist aber etwas entspannter und nicht so formell. Und ja, da habe ich mega Bock drauf. Ist die APC 3 in Arco. Awesome People Conference. Wird bestimmt mega geil. Und ich nutze einfach diese Zwischentage jetzt einfach, um ein bisschen meinen Tag zu strukturieren, ein bisschen meine Wochen zu strukturieren, ja, weil nächste Woche fängt ja mein Psychologiestudium an, deswegen mega fett. Was habe ich heute gemacht? Ich habe heute das Video gefilmt, was ihr in 2 Tagen, sprich am Sonntag, sehen werdet. Das habe ich gemacht und ja. Spaß beiseite. Ich muss wirklich sagen, das mit der kalten Dusche in der Früh ist wirklich eine Challenge. Und ich möchte hier mal kurz über eine Sache reden. Schaut euch bitte einfach nur mal an, wie ich mich jetzt im Spiegel anschaue. Das ist einfach pure, wie soll ich sagen, pure Zuversicht. Und wenn du dich fragst, beispielsweise, Leo, warum hast du so viel Selbstvertrauen? Leo, warum machst du mit diesem YouTube-Channel? Warum juckt es dich nicht, wenn du in der Öffentlichkeit vloggst? Warum machst du einfach so krass dein Ding? Und natürlich hat es viele Komponenten aus der Jugend. Wenn man Sport gemacht hat, glaube ich, lernt man da sehr viel. Aber schau dich das bitte einfach an. Ich glaube wirklich an dem Moment am Morgen, da hole ich mir wirklich tagtäglich so richtig das Selbstvertrauen. Und es geht auch einfach um eine gewisse Selbstakzeptanz. Ich meine, ich stehe hier wirklich nackt vorm Spiegel. Das mag jetzt vielleicht echt witzig klingen, aber ich stehe hier nackt vorm Spiegel und ich kann mir einfach in die Augen schauen. Und ich glaube, nur wenn du das wirklich kultivierst, dann kannst du wirklich echtes Selbstvertrauen aufbauen. Aber jetzt Spaß beiseite. Jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Ich sag's euch, es ist wirklich nicht ohne. Es ist wirklich nicht ohne. Ich habe das Ganze ja jetzt schon 3-mal gestartet und bin eigentlich jedes Mal nach so 3 bis 4 Wochen krank geworden. Das ist jetzt heute auch schon wieder der 3. Tag hintereinander und ich bin jetzt auch wieder erkältet. Aber ich will auf jeden Fall nicht aufhören damit. Ich werde jetzt Pause machen bis Arco und danach wieder von vorne anfangen und dann schauen, wie es wird und dann vielleicht einfach
einen Tag machen, einen Tag nicht, mal schauen. Da geht es einfach darum, deinen eigenen Körper kennenzulernen. Aber ich kann euch das mit der kalten Dusche wirklich empfehlen, weil du lernst einfach mal die Dinge durchzuziehen. Nicht immer das zu machen, was jetzt am komfortabelsten ist. Und wie gesagt, wenn ihr das auch so wie ich macht, ich meine, ich meditiere davor, mache dann diese Atemübungen und dann bin ich eben in diesem Flow-Zustand, ja, wo ich einfach vollen Fokus habe, wo ich, und ich liebe es dann einfach, mir auch in der Früh einfach in den Spiegel zu schauen, einfach, ich denke mir nicht, ich schaue mich einfach nur an und vertraue mir selbst. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir vertraue, dass ich die kalte Dusche schaffe, sondern vielmehr, ich glaube an dich. Einfach dieses, ich glaube an dich und ich glaube sich, dass so, wie auch immer ihr das machen möchtet, aber irgendwie in die Morgenroutine zu integrieren, schätze ich als unglaublich wichtig ein, weil Selbstvertrauen ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Eigenschaften, die man jemals kultivieren kann. Vormittag lief eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mein ganzes Planungssystem schon echt sehr weit, dass ich sage, okay, da kann ich jetzt dann nach der APC, sprich nach diesem Wochenende, wirklich richtig gut durchstarten, wenn dann alles wieder in seinen Bahnen ist. Vor allem halt eben auch mit dem Psychologiestudium. Und weil eben die APC ansteht, gehe ich jetzt noch zum Friseur, damit ich mich dafür schick mache. Und let's go! Die Frise ist neu, jetzt wahrscheinlich schon komplett am Arsch, weil ich jetzt schon mindestens eine Stunde in der Mütze getragen habe. Auf jeden Fall wollte ich mich bloß noch von euch verabschieden, denn ich bereite mich jetzt auf die Vorbereitungen vor. Also auf die Vorbereitungen nach Arco. Weil, wie gesagt, das ist ja die APC, habe ich jetzt bestimmt letzten Vlog und in dem Vlog schon zwei oder dreimal gesagt. Nur damit ihr wisst, ich fahre jetzt dann zur APC, gell? Nur, dass es klar ist. Was ist die APC, werde ich euch im nächsten Vlog erzählen und dann werde ich dann das auch alles gevloggt haben. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Vlog. Der kommt Dienstag oder Mittwoch. Dienstag oder Mittwoch. Ist wirklich 50-50. Ich kann es nicht genau sagen. Ich werde euch darüber informieren. Auf Instagram. Und das heißt, wenn ihr mir da noch nicht folgt, packe ich da so einen Button hin. Ja. Also wenn hier ein Button ist, dann drückt da drauf und wenn da kein Button ist, dann geht in die Beschreibung ganz nach unten. Da steht irgendwie so, hey, ich würde mich freuen, wenn ich von dir auf Instagram hör oder so und dann klickst du auf den Button und dann sehen wir uns da. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann Sonntag. Sonntag kommt nämlich für euch noch ein anderes Video. Dürft euch auch schon drauf freuen. Und bis dahin, macht euch. Ich muss den Spruch auf Deutsch noch üben. Macht aus euch selbst und eurem Leben ein Meisterwerk.